früher werde. Andererseits kann ich mich aber doch der Einsicht nicht verschließen, dass die Bedürfnisse, meine ureigenen eingeschlossen, ein Abbild der gesellschaftlichen Verhältnisse sind und folglich so irregeleitet, so entstellt, so gierig und verführt wie diese. Nun ziehen allerdings Verführer und Verführte, wenn es um die Echtheit der Bedürfnisse geht, an einem Strang, wenn auch aus sehr verschiedenen Interessenlagen. Die Verführten bestehen auf der Authentizität ihrer Bedürfnisse um ihrer Selbstachtung willen. Sie verteidigen mit ihrem Bezug auf ihre eigenen Bedürfnisse doch den Umstand, dass das, was sich da jetzt zu Wort meldet, ihre ureigene Willensbekundung ist. Sie werden übrigens darin nach Kräften bestärkt von Ökonomen, von Geschäftemachern und von Produzenten. Denn nur wenn unterstellt wird, dass die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen unverfälscht sind, ursprünglich, genuin, wie wir sagen, wird das angeblich freie Kräftespiel von Angebot und Nachfrage durch Bedürfnisse legitimiert. Nur dann können sich die Produzenten auf sie berufen. In ihnen drückt sich offenbar dann der unverfälschte Wille des Käuferpublikums aus, das man als eine respekterheischende, auftraggebende Instanz für die weitere Herausbildung und weitere Entfesselung von Produktivität zu würdigen hat. Eine unbestrittene Autorität, der sich übrigens dann der Produktionssektor dienstbeflissen beugt. Umso besser, könnte man sagen, wenn nämlich Konsumenten und Produzenten sich einig sind, dann erwächst doch niemandem ein Nachteil. Falsch. Die Konsumenten, die darauf beharren, dass ihre Bedürfnisse ihrem ureigensten Innern entspringen, sind schon in die Falle gegangen. Jetzt ist es nämlich an ihnen, das Richtige zu wollen. Wenn sie sich betrogen fühlen, haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Sie sind schuld, wenn die Objekte ihrer Begierde sich als enttäuschend oder sogar schädlich erweisen. Denn sie selbst haben sie ja qua Bedürfnis, qua ureigenem Bedürfnis in Auftrag gegeben. Andererseits, wer wollte den Konsumenten, uns allen, die wir hier sitzen, das Recht auf die eigenen Bedürfnisse bestreiten? Und vor allem, wer wollte sich anmaßen, ihre Bedürfnisse für aufgezwungen und für uneigentlich zu erklären, wenn sie doch selbst das Gegenteil behaupten? Wer wollte ihnen absprechen, dass sie wissen, was sie wollen? Und welche gesellschaftliche Instanz in einer Demokratie wäre berufen, die Bedürfnisse zu zensieren? Damit habe ich das Dilemma aufgemacht. Dass nun ausgerechnet die Bedürfnisse, die dem Individuum der Garant seiner Selbstbestimmung zu sein scheinen, als Werkzeug seiner Fremdbestimmung gelten sollen, hat etwas zutiefst Kränkendes. Man hätte also vor seinen eigenen Bedürfnissen auf der Hut zu sein. Sie wären gewissermaßen das trojanische Pferd, mit dessen Hilfe die Angreifer unerkannt ins eigene Lager eingeschleust würden. Das ist nicht nur nicht sehr schmeichelhaft, wir müssen vielmehr das Wesen der Macht ganz neu bedenken. Wir hätten uns die Macht nicht länger waffenstarrend, klirrend und auftrumpfend, sondern listig, verführerisch und unsichtbar vorzustellen. Verborgen im trojanischen Pferd, das unsere Bedürfnisse sind. Wie also gehören Macht und Bedürfnisse zueinander? Was hat es auf sich mit der angeblichen Macht der Bedürfnisse? Ist sie womöglich den Bedürfnissen der Macht gefällig?
Fragen wir uns also, wie kommt Macht über uns? Wie verschafft sie sich Geltung? In welchen Erscheinungsformen tritt sie uns gegenüber? Und gibt es denn diese scharfe Trennung zwischen Gebieten und Befolgen, zwischen Herrschen und Beherrschtsein? Hat die Macht ein Gesicht? Sartre schrieb schon in den 40er, 50er Jahren in seinem Stück, wie heißt das Stück noch gleich? Fällt mir jetzt der Titel nicht ein, fällt mir nachher gleich wieder ein, ich trage ihn gleich nach. Aber es gibt da eine Äußerung eines Rebellen, der sagt, ich habe kein Gesicht für meine Fäuste. Und ich glaube, das ist eine Empfindung, die wir ziemlich gut kennen, wenn wir es mit Machtauseinandersetzungen zu tun haben, dass wir kein Gesicht haben für unsere Fäuste. Wir sind natürlich alle enorm gewaltfrei, das weiß ich auch. Aber die Verführung, dass man gerne mal ein Gesicht für seine Fäuste hätte, glaube ich, kennt jeder von uns. Also hat die Macht heute noch ein Gesicht, kann man ihr begegnen? Das auffallendste all ihren Erscheinungsformen gemeinsame Merkmal ist das Bemühen um Eleganz. Die Feststellung, dies sei ihr hervorstechendes Merkmal, ist womöglich schon irreführend. Denn das Wesen der Eleganz der Macht besteht gerade darin, dass sie nicht ins Auge springt. Elegant heißt elegant sein heißt nicht auffallen. Sie ist allgegenwärtig, aber so, als sei sie nicht. Sie ist verborgen, ohne klammheimlich zu sein. Sie ist von souveräner Unauffälligkeit. Das ist das Wesen der Eleganz.